Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Als allererstes erstmal fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt einen fleißigen Weihnachtsmann gehabt und einen guten Rutsch schon mal, weil ihr, denke ich mal, jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr erstmal nichts von mir hören werdet hier oder sehen. Ich habe euch heute ja den Kappa City mitgebracht. Den kennen wir ja, glaube ich, schon. Da hat sich nicht so viel getan. Und da ist noch eine Menge mehr dran zu tun, als ich eigentlich gedacht hatte. Und hier drüben habe ich euch den Scania Citywide mitgebracht, der als, naja, mittelmäßige Katastrophe zu mir kam. Beziehungsweise den ich mir als mittelmäßige Katastrophe runtergeladen habe. Und wie ihr schon hört, als erster, was ich getan habe, ist hier der Sound. An allem anderen sitzen wir noch. Die Kameras hatte ich schon mal bearbeitet. Aber leider hatte ich irgendwas versaut. Und deshalb muss ich die Busdatei nochmal neu reinnehmen. Also Spiegel und Kameras passen jetzt nicht ganz. Hatte ich aber schon mal angepasst. Das wird auch alles mal als Mod noch von mir kommen. Ich denke mal, damit wir den Sound mal ein bisschen hören, fahren wir jetzt mal eine Runde. Wie gesagt, das Handling ist immer noch eine Katastrophe. Ich habe auch schon versucht aufzunehmen, hier auf der Map mit Schnee auf der Straße, aber das haut gar nicht hin, da bin ich irgendwo sonst wo gelandet. Ganz normal mit normalem Gas eben losgefahren. Und ihr seht schon, wie lastgeregelt diese Schaltung ist. Also es ist soll ein Euro 6 Motor darstellen, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Ich kann jetzt hier einfach mal rein und machen mal hier Schluss. Das war jetzt nur erstmal so zum Motorsound. Alles andere zeige ich euch dann noch, was in dieses Mod-Paket für den Citywide alles reinkommen wird. Das muss auch noch ein bisschen angepasst werden. So. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Video von mir. Tschüss und Ahoi!